Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich, wenn sich bei GTA Plus jetzt was tut, wegen dieser 4 Wochen Einstufung mich nochmal wegen einem kleinen Video melde. Und wie gesagt, 2-3 Minuten ist jetzt nicht die Welt. Es gibt ein paar Kleinigkeiten. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich hier nochmal kurz drauf eingehen. Es ist halt so, dass wir jetzt insgesamt ja 40% auf die Fahrzeuge haben. Wir haben ja nochmal extra 20%, einmal 20 Basic, plus dann nochmal die 20, die wir am 5. September bekommen haben. Deswegen haben wir 40% im Vinewood Car Club an Rabatte. Dann haben wir natürlich heute den 12. September erreicht und wir bekommen neue und wiederkehrende Baseballschläger und Waffendesigns. Ja, es ist nichts Besonderes so an sich, aber es ist halt jetzt, wie gesagt, war halt nicht im Eventwochenvideo dabei, weil ich mit den Namen noch nichts anfangen, beziehungsweise im GTA Plus Video noch nicht dabei, weil ich jetzt mit den Namen halt noch nicht so viel anfangen konnte und jetzt habe ich halt gesehen, was das für genau für Waffen sind. Und deswegen möchte ich euch diese jetzt hier zeigen. Wir haben also eine neue Lackierung, einmal erstmal den Baseballschläger, einmal das Burgershot Design und natürlich passend dazu auch noch den Mauer. Schläger, also wie gesagt, da gibt es natürlich gibt es noch wesentlich mehr im Coding meines Wissens. Dazu kommen wir jetzt noch zu den Messern. Dieses hat auch 2 neue Design, und zwar einmal das Orang Oteng Design und einmal das Blitze Design. Wobei das Blitze Design im Nahzoom echt mega nice aussieht, muss ich sagen. Finde ich denn echt geil. Da kommen wir jetzt aber zu wiederkehrenden Designs, also welche, die wir in den letzten Monaten oder relativ am Anfang zu GTA Plus schon erhalten haben und einige vielleicht Langzeit GTA Plus Abonnenten vielleicht schon haben. Einmal das Baseballschläger-Design Tribi und das Messer-Design Tribi. Ebenfalls, wie gesagt, hier beide vorhanden und beide schon einmal gewesen. Wer sie halt jetzt noch nicht hatte, wird sie dann jetzt bekommen, genauso wie das Mauer-Design ist neu. Und der Spritzer-Design, also hier Spritzer, Baseballschläger und Spritzer-Messer. Wie gesagt, auf jeden Fall beides, wie gesagt, ganz neu. Finde ich jetzt an sich jetzt so nicht schlecht. Kann man mal machen, dass die Sachen halt wiederkommen. Finde ich jetzt gut. Wie gesagt, das ist ja der Spritzer-Baseballschläger und der Spritzer-Messer. Kann man mitnehmen. Und das soll es dann soweit erstmal gewesen sein. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr mir noch einen Daumen nach oben da lassen würdet und noch ein Abo da lassen würdet. Wir sind auf dem Weg zu den 1500. Jetzt sehen wir uns im Stream später und ciao.